Willkommen bei Let's Play Shade Thornbane. Ja, gerade war ein ziemlich abruptes Ende. Der nette Spielanteil hier ist abgestürzt. Oh. Save. Tote Skorpione, das ist kein gutes Zeichen. Mal sehen, was passiert, wenn ich diesen Stein hier bewege. Aha. Nichts. Aber vielleicht. Zombies. Oder Mumien. Voll umkommen. Voll umkommen. Ziemlich hartnäckigen Rundfunk, das muss man sagen. Au. Gewehrt und gebt euch meinen Schwertdieben hin, wenn ihr mich nicht gerade verprügelt. Und haufenweise Zombies sind also die Falle gewesen. Die haben die Skorpione getötet? Okay. Heilung. Aber nur noch ein bisschen. Ich hätte ein wenig mehr auf meine Deckung machen sollen. Ein wenig sehr viel mehr. Hier öffnet sich nichts. Hier öffnet sich nichts. Draußen vielleicht? Hallo? Okay, das sind sinnlose Türen. Was haben wir hier? Auch eine? Jo, auch eine sinnlose Tür. Okay, wir sind also vollkommen umsonst da angerannt. Und gucken uns noch ein wenig um. Hm? Fackel. Da ist ja auch gar kein Fackelrätsel. Aha. Und hops. Der war knapp. Und der dritte. Zack. Oh nein. Oh man, fuck. Oh, auf der anderen Seite ist bestimmt auch noch was. Jo, da sehe ich schon ein. So ein nettes kleines Podium. Und Sprung. Zack. Und. Scheiß Mages. Ah. Ups. Coole Tür. Ah! Fuck, zu spät gesehen, zu spät gesehen. Was ist Skorpion? Neue Geheimwaffen. Skorpion. Er hinterfragt alles, was hier passiert. Heilung. Ich hinterfrage niemals die Heilung, die du findest, denn die macht dich wieder fit und stark und bereit für den Kampf. Kommt doch schon halb die Ahnung aus dem Arm, ist auch nicht gerade normal. Hm? Die Tür ist doch gerade aufgegangen. Kleine Skorpionstatue. Solange ich nicht in den Tempel der Aliens komme, bin ich eigentlich zufrieden. Ja, hier liegen auch schon der tote Skorpion, ne? Sesam, öffne den. Zombie! This is what you get. Und ich mache eure schönen Vasen kaputt. Okay. Fuck. Direkt in die ewige Verdammnis gesprungen. Scheiße, wo bin ich denn jetzt erst wieder? Oh nein, jetzt bin ich ja wieder da ganz...
Nein. Mal sehen, was passiert, wenn ich Mist, fuck, Kacke. Bewege. Nichts. Aber vielleicht. Ja, noch was anderes. Boom, boom, boom. Boom, Hulk und Punch. Ja, keine Ahnung. Klingenboxer. Wo kommt der denn her? Finish him. Ah, von hinten will er sich fangen vielleicht. Du kleine Drecksau. Machen wir direkt mal anders. Position safe. Und raus hier. Dieses Mal sparen wir aber ja so einen geringen Maße Zeit, weil wir direkt wissen, was für diese Podeste oder so ist. Und die anderen vollkommen sinnlos sind. Und yes. Triumphal. Die letzte Klappe. Triumphal bin ich über die Abgründe gesprungen. Die Indiana Jones hätten verzweifeln lassen. Ja, war gut. Ja, ja. Neue Geheimwaffe? Skorpion? Na, Geheimwaffe würde ich das jetzt nicht nennen. Neue Geheimwaffe? Skorpion. Das klingt eher so, als ob es eine Falle von Kane wäre. Aus Command & Conquer der Nette hier. Ich spaziere so gemütlich. Und irgendwie, wenn ich Tab drücke. Ah, mit Q. Ich wollte gerade sagen, jetzt hatte ich irgendwie aus irgendeinem Grund Tab im Hinterkopf als Menüöffner oder als Inventaröffner. Ich wundere mich, warum beim Tab nichts passiert. Welch schwarze Magie ist das? Ich frage mich zwar, was da drückt, wenn die Tür aufgeht. Zack, ehrlich. Und dann haue ich wieder die Vase aus meiner ab. Aber nur die eine, weil nur in der einen was drin war. Haha. Okay, gucken wir mal. Oh, was haben wir denn da? Ich hätte gerade schwören können, ich habe einen Bogenschuss. Schützen zu weit, ich. Oh mein Gott. Übervorsichtige Jumps bringen öfters gerne mal den Tod. Das war jetzt nicht geplant, aber zum Glück haben wir ja hinter dem Zombie-Kampf gespeichert. Ach, das ist in der Musik, weil ich dachte gerade da in dem großen Raum, da werden irgendwie Bogenschützen. Wow. Das war ultra knapp. Ist ja noch ein Block, du Penner. Das ist das, was du davon hast, mich blöd anzusprechen auf einer Sprache, die ich nicht verstehe. Neue Geheimwaffe, Skorpion. Ja, sieht so aus, ne? Wollen wir uns erstmal wieder Heilung und diesen Dämonen-Kristallkram. Aber ich hole jetzt nur diese, weil ich keine Lust mehr dazu. Das würde sonst zu viel Zeit konsumieren. Öffne die Tür. Lass mich durch. Aus dem Weg untotes Gesindel. Sag ich doch. Und drauf. Jetzt dürfte es eigentlich klappen.
und yes. Das hast du dir so gedacht. Das hast du dir wirklich so gedacht, Mage. Ja, wenn da mal kein bisschen Sparter war, dann weiß ich auch nicht. Ein Amulett, das nehme ich mit. Das gehört mir. Blockiert. Blockiert. Warum auch nicht blockiert? Warum sollte es denn entblockiert sein? Aber hier oben die Tür geht auf. Fuck! Ich hab dieses... Oh mein Gott! Ich hab dieses gottverfluchte Seil übersehen. Das ist doch nicht normal. Und jetzt muss ich wieder... Meine Fresse, das ist... Normalerweise kann ich sagen, ich mag Spiele nicht, wo man nicht selbstständig speichern kann. Aus genau diesem Grund. Weil dann sind die Speicherplätze auch nicht immer direkt nah beieinander und dann stirbt man oder so und dann darf man 10.000 Mal denselben Bereich ablaufen. Ich meine, stellt euch mal vor, das hättet ihr bei Skyrim oder, keine Ahnung, bei Dark Souls. Ihr könnt nur am Anfang speichern an einem bestimmten Platz. Ich meine, ja... Dark Souls ist sowieso gnadenlos, das speichert überall. Geheimwaffe? Skorpione? Halt die Fresse. Warum, ich würde sagen, warum greift der Skorpion mich jetzt ausgerechnet die ganze Zeit immer mit seinem dämlichen Stachelschwanz an? Jetzt muss ich nämlich doch hier hin. Jetzt hätte ich nämlich beides ausgelassen dieses Mal. In diesem Part haben wir echt fürchterlich viel erreicht. Gar nichts. Oder nicht im großen Sinne. Zombies. Und laufen, jumpen, dranhängen. Und geschafft. Zum Glück. Nein! Okay, Leute, an dieser Stelle werde ich den Part erstmal beenden. Oh mein Gott. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne teilen, liken und oder subscriben. Ja, bis zum nächsten Part in Shade. Ich komme nur 5 Meter voran. Zorn der Engel. Bis dann, liebe Leute.